Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Cry of Fear. Wir haben hier eine wunderschöne Notiz gefunden. Unsere ersten Gegner erstochen und haben unsere Abhängigkeit für, was ist das? Morphium entdeckt. Super gut. Es fängt schon mal... Wow, was war das? Es fängt schon mal super an. Was ist das hier? Okay, keine richtige Tür. Hier können wir rein. Super. Wir müssen eine Person finden in der vierten, auf der vierten Etage, denn sie braucht unsere Hilfe. What the fuck? Kleines Messerkind, bleib weg. Oh fuck. Scheiße. Oh mein Gott. Spritze bitte. Und da sehe ich Schleichwerbung für einen Softgetränkehersteller. Und was ist das? Dusch das. Oh Gott, ich dachte, da stand jemand. Oh. Alter. Ihr macht mich fertig da. Ihr macht mich fertig. Und Chucks. Na Mensch, wenn schon denn schon. Oh, was zum Speichern. Das ist super. Ich habe nämlich noch nicht abgespeichert. Okay. Ein Kochtopf. Ich habe spontan Lust auf Nudeln. Nein. Okay, egal. Ein düsteres Zimmer. PC, geh an. Nein, dann nicht. Okay. Ein Radio, ein Kleiderschrank. Wo lag denn überhaupt das Kind? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Meine Güte, ey. Aha, okay, wir müssen hoch. In den dritten. Und runter können wir eh nicht. Hoch in den vierten, würde ich direkt sagen, damit wir gar nicht viel Zeit verschwenden. Da kommen wir nicht rein. Was ist mit dem dritten? Vielleicht gibt es ja da irgendwie einen Balkon. Nein, da kommen wir auch nicht rein. Okay, wir müssen vom fünften runter in den vierten irgendwie. Oh, eine Spritze. Als würden die meine Gedanken lesen. Was? Kommen wir nirgendwo rein? Was soll das denn? Das finde ich ja scheusalhaft hier. Okay, von hier sind wir gekommen. Ja. Dann müssen wir wohl hier lang. Anstatt nach oben zu gehen, gehen wir nach unten. Okay, bewegt sich auch keine Tür hier, deswegen. Okay. Ein langer Gang. Ich hasse lange Gänge. Wart ihr schon mal in einem Hotel? Nachts ganz alleine in einem Gang und seid ihr lang gelaufen? Das ist das Schlimmste, wirklich. Okay, es wird wesentlich schlimmer, wenn plötzlich Leute im Flur stehen und verschwinden. What the? Alter, deine Mutter, ey. Ja, Kitty, komm her. Du musst sterben. Ah. So, wunderbar. Ist tot. Einfach weiter. Bitte was? Weint da jemand? Oder ist das Lachen? Da komme ich nicht rein. Hier kommen wir rein. Sehr gut. Ach nee, kommt doch gleich wieder irgendwas. Zum Teufel? Wo? Wo? Ist eine Notiz. Lesen wir. Diese Kleinkinder sind so süß. Sie sehen so lieblich aus. Ich will sie nur berühren. Aber dann kommen diese Eltern. Deswegen muss ich sie töten. Joa. Finde ich uncool. Irgendwie. Ich habe gerade auf den Bildschirm gespuckt. Ah. Hat und Shoulders. Okay, da hat jemand einfach nur kurz das E weggenommen. Gleich kämpfen. Nicht kämpfen. Nur Bilder. Sehr alt. Kann mich nicht erinnern.
3. November. Komm und spiele. Collection. Zum Teufel. Ich wollte mir noch die Bilder angucken. Scheiße. Scheiße, scheiße. Geh weg. Schlüssel, okay. Und raus. Da ist jemand. Sag's dir. Wow, was war das? Was zum Teufel war das? Alter. Alter. Sag mal, was ist denn das? Naja, mein Problem soll es nicht sein. Jetzt ist es tot. Mir umso lieber. Die Tür ist verschlossen, aber wir haben noch einen Schlüssel, oder? Apartmentschlüssel. Ah, nee, Nachbarn gegenüber. Also hier. Hat da nicht der Typ geweint? Nee, hier waren wir gerade. Quatsch, die da drüben. Mensch. Ja, benutzt doch den Schlüssel. Ach so, müssen wir das also machen. Einfach reinstürmen. Einfach reinstürmen, das ist das Beste, was man machen kann. Oh, diese Musik ist aber auch überhaupt nicht toll. Wirklich nicht. Ach Gott, ey. Scarface, cool. Jemand mit Geschmack bewegt sich nicht. Badezimmer. Bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht. Oh. Wow, Hallochen. Geh doch. Sterben, du Penner. Schon wieder den Bildschirm angespuckt. Kein Gegner. Gut. Oh, es ist so mega ruhig geworden. Da, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja, komm doch. Na komm, hier bin ich. Au, er hat mich getroffen. Oder S. Er, sie, S. Ein. Geh doch. Nein. Alter Verwalter, du machst mir aber Stress. Ach Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin so schlecht. Es mag aber auch an der Angst liegen. Sie lähmt mich ein wenig. Gibt's hier eine Spritze? Es gibt eine Spritze, super. Und rote Töpfe. Was? Noch eine kaputte Wand? Aber warum? Und wie? Lass mich durch. Ah, danke. Eine Pistole und ein Schlüssel. Und ein Magazin. Ich nehme an, der Typ da oben hat sich wahrscheinlich selbst erschossen und... Ich bleibe erstmal kurz beim Messer. Es sei denn, es kommt gleich irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Entschuldigung, Schluck auf. Kurz nochmal neu ausrüsten. Das auf die 2... Ah, ich kann doch auch, Ah, so geht das also. Aha, ich verstehe. Er ist Linkshänder. Anscheinend. Okay, hier ist nichts. Okay, hier ist nichts. Auch nichts. Ach, hier sind wir. Ey.
Wohin müssen wir denn? Hier geht's nicht lang. Haben wir noch irgendwas? Sieht aus wie ein Schlüssel für... ich verstehe. Ich verstehe. Wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden, mit dem wir andere Türen hier im Flur öffnen können. Ich hoffe, dieser. Nein. Dann hoffe ich, dieses hier. Nein. Aber hier oben. Nein. Okay. Na Mensch, ich will hier runter. Ich bin ein wenig verwirrt, muss ich sagen. Müssen wir wieder zurück oder habe ich irgendwas übersehen? Ach, die Tür. Okay. Benutzen. So, dann mal raus in. Zum Teufel mit euch. Ach Gott, ey. Hoch, runter, hoch, runter. Hoch. Ich wechsle wieder zum Messer. Das Messer hat mir irgendwie besser gefallen. Nun, als ich diese Kinder töten musste. Was? Okay, das macht jetzt für mich gerade gar keinen Sinn, der Satz. Egal. Ach so, ich verstehe. Entschuldigung, ich muss erstmal kurz die ganzen Sätze verstehen. Nun, weil ich diese Kinder töten muss, habe ich mich an den. Habe ich mich mit dem Fahrstuhl bewegt. Der kann nur von Personal mit einem geheimen Code benutzt werden. Oder? Ach nein! Ha! Okay. Ich glaube, er hat die Kinder in den Aufzug gepackt. So, und den dann quasi feststecken lassen. Und da kommt eigentlich nur Personal rein. Oh, da hat sich jemand verschrieben. Er hat sie in den Fahrstuhl gesteckt. So. Denn da kommt nur Personal mit einem geheimen Code ran. Und kein Kind wird den jemals rausfinden. Nein, ich verstehe den Brief nicht. Tut mir leid, Leute. Stop, do not enter. Das ist mir egal, da will ich rein. Okay, gut, die Tür bewegt sich nicht. Oh. Danke. Moment. Dual wield mit the pistol. Tot! Ach, jetzt bin ich auch so ein Kindermörder. Na toll. Oh, Munition, das ist Musik in meinen Ohren. Hier geht's auch nicht weiter. Und hier brauchen wir genau den geheimen Code. Den haben wir, glaube ich, nicht. Ich guck mal die Aufzeichnung. Nö, okay. Speicherpunkte sind ja auch sehr, sehr rar. Ich gucke mal, ob ich nochmal an einen Speicherpunkt rankomme. So eben schnell, dann kann ich nämlich die Folge beenden. Ja, ich weiß. Es ist so spannend und ihr wollt unbedingt mehr sehen. Ich will auch weitermachen, aber... Nein, hier war keiner. Aber wir müssen uns ja auch an Zeiten halten, meine Freunde. Irgendwie ein bisschen... Dann war ich hier also in der falschen Wohnung. Da war das in der Wohnung gegenüber mit dem Speicherpunkt. Oder ich habe komplett die Orientierung verloren und wir werden den Speicherpunkt erst in 10 Minuten finden.
Nein, hier war der Speicherpunkt auch nicht. Wo war der dann? Ich habe keine Ahnung. Hier im Bad nicht. Klimpert hier denn so komisch? Auf zu klimpern. Nervt ja. Hier irgendwo muss... War doch ein... Ich habe das doch gesehen mit dem Rekorder. Kann mich doch da nicht getäuscht haben. So, genau. Nee. Okay. Zur Not muss ich die Folge halt einfach so beenden. Ist jetzt, ne? Oder... Ja, das mag ich aber nicht so gerne. Ich würde schon gerne speichern. Muss man nochmal hier lang. Ach, ich weiß, wo er war. Tut mir furchtbar leid. Es juckt. So. Hier irgendwo, genau. Hier auf den Flur raus. War nämlich im dritten Stock war. Oder hier irgendwo, genau. Spring. Ja, da ist das super. Dann müssen wir hier speichern. Ah, so. Damit beende ich auch diese Folge von Cry of Fear. Ich glaube, ich muss kurz erstmal eine Aufnahmepause machen. Mein Puls ist schon bei... Moment. 210 mindestens. Ja, danke fürs Zusehen. Guckt euch auf jeden Fall auch nochmal die Kanäle von den anderen Leuten der Gamerinsel an. Alles wirklich sehr, sehr coole, kompetente und nette Leute. Ja. Ja. Und erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.